Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du dir wieder ein Video von mir anschaust. Vielleicht hast du auch schon mal HDR-Aufnahmen mit Lumina Neo erstellt. Du hast mehrere Aufnahmen gemacht in unterschiedlichen Belichtungsstufen und die dann von Lumina Neo zu einem Bild kombinieren lassen. Was ist denn jetzt, wenn du gerne so einen ähnlichen Effekt haben möchtest, aber einfach keine mehreren Aufnahmen in unterschiedlichen Belichtungen hast? Ob das funktioniert? Ich habe es mal ausprobiert und das Ergebnis siehst du hier in meinem Video. Viel Spaß dabei! Ich habe hier 5 einzelne Fotos mit unterschiedlichen Belichtungswerten, die ich von einem und demselben Motiv von einer Brücke runter aufgenommen habe. Schauen wir uns mal die einzelnen Fotos an. Hier das erste Bild hat einen Belichtungswert von +2. Das nächste Bild hier einen Belichtungswert von +1. Das hier einen Belichtungswert von 0. Der von -1. Und das letzte Bild von -2. Jedes einzelne Bild verfügt über unterschiedliche Informationen. Hier ist mehr dieser Kanal und die Bäume betont. Hier ist mehr der Himmel betont. Und mit HDR zusammenfügen versuche ich jetzt aus diesen 5 einzelnen Fotos eins zu machen, in dem alle Bereiche optimal belichtet sind. Dafür nehme ich die 5 Bilder und ziehe die hier rein. Jetzt kann ich hier auch noch Dinge einstellen, die man auch einstellen sollte. Ich gehe hier auf diese 3 Punkte und den Haken setze ich, wenn er nicht schon gesetzt ist, bei automatischem Ausrichten und bei Geisterbilder reduzieren. Weil ich befürchte, dass hier, obwohl hier jetzt nicht so großartig durchgelaufen ist, vielleicht doch die ein oder anderen Geisterbilder entstehen können. Allein hier durch diese Wimpel, die sich vielleicht im Wind bewegen oder die Baumspitzen, vielleicht das Schaukeln des Bootes, was auch immer. Schadet auf jeden Fall nichts, das zu aktivieren. Menge sage ich Mittel und als Referenzbild nehme ich hier dieses, was in der Mitte ist, das mit dem Nullerwert. Jetzt darf ich nicht den Fehler machen, hier aus Reflex drauf zu klicken. Dann sind nämlich wieder alle Bilder aus der Auswahl gelöscht. Ich muss einfach irgendwo hier nebenklicken und auf Zusammenfügen gehen. Jetzt arbeitet Lumina da eine Zeit lang und zeigt mir dann das fertige Foto, was hier unten in HD Merge dann abgespeichert ist. Und da gucke ich mir das jetzt mal genauer an. Ja, da sieht man auf jeden Fall den Himmel gut, das Wasser gut. Man kann da sicherlich jetzt noch ein bisschen was dran machen. Ich schaue erstmal rein, wie ist die Schärfe. Die ist auch gut. Die Wimpel sind also ganz in Ordnung. Ich habe bei einem vorherigen Test hier mal ohne Geisterbilder, dann waren die Wimpel alle hier doppelt und dreifach zu sehen. Von daher ist das sehr wichtig, das mit dem Geisterbilder reduzieren einzuschalten. Im Bearbeiten könnte man jetzt noch ein bisschen was machen. Könnte nochmal auf Verstärken gehen und nochmal auf Himmel verstärken. Ja. Und dann wird das Bild so aussehen. Ich muss natürlich dabei berücksichtigen, das Ganze funktioniert nur, wenn ich mir vorher die Mühe gemacht habe, hier mehrere Bilder zu machen in unterschiedlichen Belichtungen, die ich dann anschließend miteinander kombinieren kann. Und wenn ich genau das jetzt nicht gemacht hätte, würde ich ein ähnliches Ergebnis auch ohne HDR-Merge hinbekommen? Das ist jetzt die Frage. Und ich versuche das einfach mal. Wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bild, wo man sagt, na, da ist ja auch schon das Wasser schön und mal gucken, wie sich das bearbeiten lässt. Das Erste, was ich mache, ich gehe mal in Bearbeiten mit dem Bild rein. Und bevor ich da jetzt großartig was anfange, schalte ich hier erstmal diese beiden Knöpfe an und sehe, der Himmel ist schon sehr ausgebrannt. Mal gucken, wenn ich da jetzt die Belichtung runterziehe, dann stelle ich fest, es gibt überhaupt keine Wolkenformation im Himmel. Also das Bild kann man quasi vergessen. Da kriege ich kein bisschen Wolken mehr mit hin. Das ist ausgebrannt. Das ist unbrauchbar für diese Zwecke. Ich könnte es jetzt mit der Nullerbelichtung probieren, aber ich nehme einfach die mit der -1er. Weil ich weiß, dass man ausgebrannte Dinge
nicht mehr so gut wiederherstellen kann, wie man vielleicht die ein oder anderen abgesoffenen Dinge, also die jetzt ganz schwarz geworden sind, vielleicht doch wieder retten kann. Schauen wir uns das mal an. Ich gehe hier in die Bearbeitung. Auch sicherheitshalber hier wieder das an und sehe, da ist im Himmel nur so ein ganz klein bisschen ausgebrannt. Das sollte aber mit der entsprechenden Bearbeitung gut wegzukriegen sein. Das müsste eigentlich funktionieren. Ich lasse aber trotzdem die Belichtung mal da stehen, wo sie ist. Das mache ich einfach mit den Lichtern. Dann macht sich das nur an dem Himmel bemerkbar. Ich ziehe das so lange runter und ziehe jetzt mal die Schatten rauf, da wo die Bäume und das Wasser sind, wird dann davon betroffen sein. Und im Vergleich sieht das auf jeden Fall schon mal besser aus als vorher. Ich mache hier noch ein bisschen mehr Schärfe rein. Und dann schauen wir mal, was man noch machen kann, weil so richtig gefallen tut mir das noch nicht. Aber mein Lieblingstool, das Verstärken-Tool, bringt da vielleicht auch eine ganze Menge. Mal schauen. Ja, damit wird auf jeden Fall schon mal der Bereich hier bei den Bäumen und bei dem Wasser heller. Und wenn ich jetzt noch Himmelverstärken aktiviere, wird auch der Himmel noch was besser. Und wenn ich mir jetzt mal vorher und nachher angucke, ist das schon ein riesiger Unterschied. Ich möchte aber noch ein Stück weiter gehen. Ich möchte hier die Bäume noch was heller bekommen und ich möchte auch das Wasser anders einfärben. Ich nehme dafür erstmal das Entwickeln-Tool, gehe hin und ziehe die Schatten noch ein bisschen rauf, so. Jetzt ist natürlich alles ein bisschen heller geworden, deswegen gehe ich auf Maskieren, nehme mir den Pinsel, eine Größe, die so ungefähr diesen Baumspitzen entspricht, volle Weichheit. So eine 80er Stärke, so ungefähr. Und male einfach mal da so ein bisschen rum. Ich kann da ruhig so ein bisschen über die Bäume drüber kommen, in den Himmel rein. Das merkt man bei der Weichheit gar nicht so. Und so male ich dann jetzt alles, was ich heller haben möchte, so ein bisschen an. Das heißt, ich maskiere das dann entsprechend, dass es an den Stellen sich die Entwicklung da bemerkbar macht. Und gucken wir mal, so war es vorher, so ist es jetzt. Und wenn ich das Wasser jetzt noch aufhellen möchte, könnte ich das genauso wieder mit Entwickeln machen. Ich mache es mir aber noch einen Ticken einfacher, indem ich auf den Wasseroptimierer gehe, einfach mal irgendeine Menge einstelle und sehe, das Wasser färbt sich ein. Ich sehe aber auch, ich habe direkt eine Maske vom Wasser. Und wenn ich jetzt einfach die Originalfarbe wieder hochziehe, ist es im Prinzip wieder so, wie es vorher war. Ich kann aber jetzt separat die Helligkeit regeln. Und zwar nur die von dem Wasser. Und somit sieht das dann so aus. Jetzt kann ich mir überlegen, ob ich nicht doch ein klein bisschen Farbe ins Wasser reinbringen möchte, indem ich die Originalfarbe ganz wenig runterziehe. Und ich lande dann da und das gefällt mir gut. Das ist nicht mehr ganz so bräunlich irgendwie. Das sieht, glaube ich, so ganz gut aus. Und wenn ich mir vorher und nachher nochmal anschaue, finde ich, das kommt schon sehr an die HDR-Aufnahme dran. Ich brauche aber tatsächlich dafür nur ein Foto. Machen wir mal einen Vergleich. Ich ziehe das HD Merge mal hier auf HDR. So, jetzt habe ich hier das von Lumina erstellte HDR-Bild und ich habe hier das manuell erstellte Bild. Da ist schon ein bisschen Unterschied drin, muss man sagen, ja. Was davon schöner ist, kann man ja selber für sich entscheiden. Man kann das ja auch noch ein bisschen dunkler machen. Auf jeden Fall kommt das schon, das Ergebnis von der manuellen Bearbeitung schon sehr hier dran und ist auf jeden Fall, finde ich zumindest mal, die bessere Lösung, wenn man nicht
mehrere Bilder machen möchte, um daraus eine HDR-Aufnahme zu machen. Ja, ich hoffe, das Video war für dich nützlich und hilfreich. Wenn es dir gefallen hat, sehr gerne einen Daumen hoch, sehr gerne auch einen Kommentar und über ein Abo würde ich mich freuen und du hast den Vorteil, dass du keine weiteren Videos von mir verpasst. Egal was du tust, egal was du lässt, ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.